Hast du dich jemals gefragt, warum die Suche nach der Titanic im Jahr 1985 so eine langwierige Sache war? Der Ozeanograf Bob Ballard entdeckte das Wrack der Titanic und faszinierte damit die ganze Welt. Aber wusstest du, dass die Suche nach der Titanic eigentlich eine Vertuschung für eine geheime Mission der US-Regierung war? Ballard wurde damit beauftragt, sein Suchroboter-U-Boot einzusetzen, um den Zustand von zwei US-amerikanischen Atom-U-Booten zu überprüfen, die in den 1960er Jahren im Atlantik verschollen waren. Die Marine wollte jedoch nicht, dass die Sowjets von ihrer Suche erfahren, daher bot die Suche nach der Titanic ein perfektes Alibi. Ballards Team lokalisierte die verlorenen Atom-U-Boote und nutzte die verbleibenden 12 Tage, um die Titanic ausfindig zu machen. Kommentiere U-Boot, wenn du das Video bis hierhin angesehen hast. Folge erkenntnisreich für mehr.